Hallo liebe Freunde, Fex zum Gruße. Wollen wir mal sehen, wie es Elfarina bislang ergangen ist? Wir haben ja jetzt Rulana bei uns mit im Team. Das ist auch ganz praktisch und ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt zu zweit mal zu dem Soldaten, der uns zum Dreikampf, nun wird's ein Vierkampf, aufgefordert hat. Wollen wir mal sehen, was da so passiert. Mal schauen, ob wir das so schaffen können. Kommst du schön mit, Rulana? Ja, tatsächlich. Prima. Ja, dann sollten wir uns auch wohl entsprechend wappnen. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, nimm mal dein Baumesser in die Hand. Das ist keine schlechte Idee. Okay. Hast du eigentlich irgendwie was Zaubermäßiges? Aber ich glaube nicht, ne? Nee. Aber ist in Ordnung. Du darfst auch gerne vorangehen. Na, Lust auf ein kleines Kämpfchen? Das klingt nach einer angemessenen Herausforderung. 2 gegen 2. Amazonen versprechen wahrlich immer einen sehr interessanten Kampf. Wenn dem so ist, dann steht ihr jetzt in der Schuld, genau das Gleiche von euch zu beweisen. Wenn es euch gelingt, mich und meinen Freund Gundwein zu besiegen, soll mein Schwert euer sein. Was sagt ihr nun? Naja, jetzt rede nicht lange, lass mal loslegen. So, unser erster Kampf, meine Freunde. Der Schottergrund, auf dem wir stehen, begrenzt das Kampffeld und darf nicht verlassen werden. Gekämpft wird bis zum zweiten Blut, also bis der erste sichtlich verletzt ist oder das Kampffeld verlässt. Viel Glück und einen guten Kampf. Ja, gleichfalls. So, die gute Rolana fängt mal mit einem Wuchtschlag an. Und wird dem guten Hügelbold mal so zeigen, was so eine Amazone drauf hat. Und Elfi wird sich mal ein bisschen schützen mit einem ich kann es immer noch nie aussprechen, mit einem Funkentanz. Amazone voraus. Hau ihm doch mal so richtig einen auf die Kim. Gute Entscheidung. Jetzt hier mal so ein bisschen als Tank fungieren. Dich dem da mal annehmen. Der haut mich nämlich ein bisschen zu sehr. Also ich werde mich selber mal heilen. Du könntest das auch mal, dich mal verbinden. Dauert allerdings relativ lange. Am Abendschrein findet ihr einen Heilkundigen. Geht und erholt euch vom Kampf. Kommt wieder, wenn ihr noch einen Versuch wagen wollt. Ach. Ach, heilen darf man sich nicht. Ja, das ist ja doof. Na gut, dann versuchen wir das dann gleich nochmal. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Abendschreiben. Wo war denn der gleich nochmal? Also irgendwie.
Keine Ahnung, was so. Muss ja weiter oben gewesen sein. Machen wir es mal der Logik entsprechend. Ah ja, können wir gleich einen kleinen Umweg gehen. Ja, wir haben dann schon ein wenig einstecken müssen, ne? Aber gut, ich meine so am Anfang. Was ist das hier eigentlich? Also, hier führt ein Weg hin, dann haben wir hier eine große Fläche und dann ist hier gar nichts. Gibt's denn wenigstens einen Bären hier? Hallo, habt ihr hier einen Bären? Keine Einbären. Keine. Ulana, siehst du Einbären? Du bist doch hier die Pflanzenfachkundige. Oder Kräuterfachkundige. Also, ich sehe hier mal. Da ist doch einer. So, dann wollen wir das mal gleich mal probieren. Macht mal. Ach so. Ja, man kann ja auch nicht erwarten, dass immer gleich beim ersten Mal alles so funktioniert, ne? Holzfäller Nibor. Ja. Was ihr? Sag mal, ist denn das nicht anstrengend, den ganzen lieben langen Tag Holz zu hacken? Du musst Muskeln wie ein Bär haben. Klar nicht die. Ich bin schließlich vom Fach. Braucht ihr was vom guten Ulmenholz? Lassen sich feine Dinge draus schnitzen. Bisschen Geschick gehört natürlich auch dazu. Klar nehme ich das Holz. Danke euch. Haben wir jetzt was bekommen? Tatsächlich. Ulmenholz. Ja, das ist ja nett. Das war der Gallo. Das Päckchen haben wir noch nicht gefunden. Das kriegen wir aber auch noch. Ach, guck, hier ist ein Eingang. Gehen wir noch mal gucken. Was war denn hier so? Hühner, Schweinchen. Irgendwelche Holzfässer. Die noch niemand zerteilt hat. Sag bloß. Ja, wollen wir das Idyll hier mal nicht stören, nicht? Zwimmbusch. Habe ich gesagt Zimtbusch? Oh, die haben alle geflackt.
Jarulana, versuch dich mal daran. Schon geschehen. Ah, jetzt läuft sie also nach außen. Ich dachte, das hätte man über den Zaun erledigen können. Aber... naja. Ja, so wird's auch der Schrein, den wir vorhin gesucht haben. Das sieht mir so aus, als müsstest du noch ein bisschen üben, du. Also da. Prickelnd ist das ja nicht, ne, mit deinen Künsten. Komm, wir gehen die da jetzt mal wirklich verhauen. Also jetzt will ich es aber wissen, also... jetzt gibt's mal einen auf die Schnitt. Auf die Schnüss. So, Freundchen. Werde ich das mal in die Hand nehmen. Na, Lust. Der Schottergrund, auf dem wir stehen, begrenzt das Kampffeld und darf nicht verlassen werden. Gekämpft wird bis zum zweiten Blut, also bis der erste sichtlich verletzt ist oder das Kampffeld verlässt. Mhm. Viel Glück und einen guten Kampf. Dann hat er uns das also vorhin auch schon erzählt. Geh du mal auf den Gundwein, der war irgendwie ein bisschen heftig. Nehmen uns beide mal den Grundwein, Freunde. Warum haut der eigentlich auf mich? Am Abendschrein findet ihr einen Heilkunden. Ach. Geht und erholt euch vom Kampf. Kommt wieder. Ja, ich glaube. Das war wohl noch nichts. Na gut. Ich mach das schon. So, gut. Dann komm, dann gehen wir mal jetzt zum Abendschrein. Und werden mal unsere Wunden lecken. Und die Runkel gehen wir mal schnell nochmal, wenn wir gerade hier so vorbeilaufen. Nee, das machen wir auf dem Rückweg. Da, so viel Zeit muss sein, ne? So viel Zeit muss sein. Ah. Dass man da nie hochkommt. Was kann ich für euch tun? Sieht man das denn nicht? Ich bin verletzt und benötige... meine Güte. Ich bin verletzt und benötige ein paar heilende Hände. Haltet einen Augenblick still. Eure Wunden sollten gleich umfassend versorgt sein. Das hast du aber schön gemacht. Ist ja fast wie neu. So, dann flitzen wir jetzt schnell nochmal zum Runkel. Schließlich haben wir ja die Notiz, die Nachricht bekommen. Die, wie auch immer, die zu uns gelangt ist, ne? Was? Wer da? Du bist ja ganz schön schreckhaft, mein Junge. Ich habe die erste Aufgabe gelöst. Habe diese Nachricht in der Truhe gefunden. Ich kann sie jedoch nicht lesen. Der Buchstabensalat, der gibt überhaupt gar keinen Sinn. Ja,
sowas habe ich erwartet. Man gab mir einen Buchstabenschlüssel mit dem ich etwaige Geheimnachrichten zu entschlüsseln hätte. Zeigt her. Hier steht: Finde Schlüssel und zweiten Hinweis beim Hühnerhaus des Bauernhofs. Das gucken wir uns mal an. Und zwar im nächsten Teil. Bis dann. Macht's gut.